wundert euch, was ist los, aber das geht nicht so. Rap-Generationen sind tot wegen eurem Kinderfloh. Diese Szene besteht nur noch aus das Predigen. Ich könnte euch erzählen, warum, doch die Zeit ist viel zu kurz und der Grund ist viel zu groß. Rap ist Massenproduktion, hol dir ein Mikrofon und du bist doof. Wo ist die Liebe geblieben, für die Musik, die zu leben? Ich versuch mein Leben zu regeln, doch sehe Hass in der Gegend. Warum macht ihr daneben weiter mit dem Scheiß? Ich bleib weiterhin dagegen, damit es auch jeder weiß. Also bleib auf dem Boden, komm erstmal auf den Takt, klar. Du hast zwei Fans, MSR und Kokain am Start. Wunderbar, das ist der Grund, weiter Musik zu machen. Dran zu glauben, dass Künstler noch bessere Musik erschaffen. Doch meine Liebe zur Musik, die bleibt bestehen. Denn los, das geht nicht. Das letzte Fünkchen, das mir bleibt, ist die Musik und ich kralle mich daran. Und dieses Thema, das ich schreibe, bleibt mein Leben lang in diesen Melodien gefangen. Ich sehe da nicht mit zu. Ich muss was gegen euch tun und ich bin bereit. Zeit reicht, Zeit gleich, um zu zeigen, wer noch bleibt und bleibt und bleibt. Ihr seid Rapper, Respekt, aber dazu gehört weit mehr. Sich King zu nennen und Baggy Pants zu tragen, ist nicht mehr. Ihr seht die Dinge verkehrt, weil das kleine Kinder feiern. Seid ihr nicht Kings und werdet bestimmt nicht der nächste Serg. Rap von Hass, Problem, die ihr selber noch gar nicht hattet. Rap vom Knast, fick die Szene oder noch besser, ihr lasst es, ihr macht Deutschrap kaputt. Ich weiß, wovon ich rede, ihr habt nichts auf außer Zahnbelag. Lag ich putz die Szene und wenn Standard 1, wie kann das sein? Irgendeinem Punk gefallen, freut euch nicht zu früh, weil die Würfel auch wieder anders fallen. Und überhaupt, Rap ist Leben in der City, wo sich weiter nicht verprügeln, sondern messen mit Graffiti. Das ist Kultur und Kunst, was ihr Toys hier verhunzt. Was für euch nur Musik ist, ist Lifestyle für uns. Doch meine Liebe zu Musik, die bleibt bestehen, denn loslassen geht nicht. Das letzte Fünkchen, das mir bleibt, ist die Musik und ich kralle mich daran. Und jedes Thema, das ich schreibe, bleibt mein Leben lang in diesen Melodien gefangen. Ich sehe da nicht mit zu. Ich muss was gegen euch tun und ich bin bereit. Zeit reicht, Zeit gleich, um zu zeigen, wer noch bleibt und bleibt und bleibt. Wenn ich noch hunderte Male sage, dass mich keiner inspiriert, ist das nicht gelogen, sondern die Wahrheit, die mir hier zu Füßen liegt. Sagen wir mal angenommen, keiner fühlt sich angesprochen, keiner will sich selber stoppen und versauen damit den echten Rappern das Positive schöpfen zu lassen, weil das Feeling dann nicht mehr stimmt, hängen sie die Karrieren an den Haken. Ihr habt doch gar keinen Bezug zu dieser alten Musik, weil ihr euch nur selber hört und ihr euch nur selber liebt. Was ist bloß los mit der Hip-Hop-Kultur? Ich denke noch an die alte Zeit, denn ich gab Hip-Hop mein Schwur. Diese ganzen neuen Rapper retten lieber retten, weil sie gern das gleiche wären und doch gern das gleiche hätten. Man sollte euch nicht vergessen und einfach nur weitermachen, auch wenn es weh tut zu sehen, was sie trotzdem schaffen. Doch meine Liebe zur Musik, die bleibt bestehen. Denn loslassen geht nicht. Das letzte Fünkchen, das mir bleibt, ist die Musik und ich kralle mich daran. Und jedes Thema, das ich schreibe, bleibt mein Leben lang in diesen Melodien gefangen. Ich sehe da nicht mit zu. Ich muss was gegen euch tun und ich bin bereit. Zeit reicht, Zeit gleich, um zu zeigen, wer noch bleibt und bleibt und bleibt. Das letzte Fünkchen, das mir bleibt, mir bleibt. Und jedes Thema, das ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Ich sehe da nicht mit zu. Ich muss was gegen euch tun und ich bin bereit. Zeit reicht, Zeit gleich, um zu zeigen, wer noch bleibt und bleibt und bleibt.